Ja. Huh. Kann man das irgendwo hinziehen? Also, ich mache gerade Sojamilch aus Sojabohnen. Die gibt es für 2 Euro das Kilo bei eBay. Vielleicht mit ein bisschen Gentechnik. Muss ich noch rausfinden. Denn Sojamilch, weil in 20 Kilometer Umkreis gibt es hier keinen Supermarkt, der Sojamilch verkauft. Also muss ich halt selber herstellen. Ja, Problem ist, dass für 4 Liter Sojamilch gibt es Abfall, 1 Kilo Okara. Kann man lecker Veggie-Burger draus machen. Aber ich bin Keto-Veganer und deswegen keine Kohlenhydrate. Und in diesem Zeug hier sind noch so 3 Gramm Eiweiß, schönes Soja-Eiweiß, und 12 Gramm Kohlenhydrate. Das ist für ketogene Ernährung irgendwie nicht das Wahre. Also habe ich die fröhliche Idee bekommen, dass man mit Backhefe die Kohlenhydrate in Eiweiß umwandelt. Denn Backhefe gibt es auch als Nährhefe und das ist für Vegetarier irgendwie ein lecker Käseersatz. Außerdem ist es ein Geschmacksverstärker und deswegen könnte ja man irgendwie alles Mögliche, was Kohlenhydrate enthält, zum Beispiel die Zartbitterschokolade für 3,9 Euro das Kilo oder eben dieses, ich möchte es nicht wegwerfen. Also habe ich mir jetzt also hier ist nochmal das Zeug. Das ist so 1 Kilo und der 1 Kilo enthält also ungefähr 120 Gramm Kohlenhydrate. Die müssen weg. Ja, also habe ich mir ein Rührgerät gemacht, damit Sauerstoff an das Zeug drankommt, weil der Sauerstoff ist wichtig für die aerobe. Es gibt zwei Stoffwechsel. Also die Hefe kann entweder gären, dann wird sie sauer und Alkohol. Und ungenießbar oder halt es wird rein umgewandelt in Kohlendioxid und Hefe. So. Ja. Da sind unten so Schlitze drin, damit es sich ein bisschen verrührt. Und machen. Der Deckel ist jetzt nur. Hopsala. Der Deckel ist jetzt nur, damit es nicht so viel Krach macht. Und also nach 2 Stunden bei optimalen Bedingungen und wir haben hier gerade schön warm, verdoppelt sich die Hefe. Ich habe 10 Gramm reingeworfen. Das heißt, nach 2 Stunden haben wir 20 Gramm. Nach einer weiteren 2 Stunden haben wir 40, dann 160. Das ist schon mehr, weil es sind ja nur 120 Gramm Zucker drin. Also 20, 40. Nee, 80, 160, also 4. Also nach 8, sag 7 bis 8 Stunden müsste die Hefe da drinnen komplett alles aufgefressen haben. Dann allerdings muss man das Ding aufkochen, denn die Hefe selber enthält auch wieder 20 Gramm Kohlenhydrat. Das heißt, aus den 120 plus 130 sind da noch immer noch 30 Gramm Kohlenhydrate drin. Und deswegen müsste ich dann den Vorgang nochmal wiederholen. Damit ich dann wirklich. Und ich habe das bei www.chemieonline.de, habe ich das natürlich gleich gepostet, wenn mir irgendwelche Chemiker sagen können, was man da alles beachten muss. Da gibt es nämlich so einen komischen Cat-Tree-Effekt, der irgendwie besagt, dass nicht zu viel Zucker im Vergleich zu Hefe drin sein soll. Und im Moment habe ich da ja drinnen 10 Gramm Hefe und 130 Gramm Zucker. Allerdings mit 2 Liter Wasser. So dass man dieses, das gibt so eine andere, könnt ihr nachlesen bei Chemie Online, wenn ihr das findet. Ja, ich wollte euch eigentlich nur dieses Rührgerät zeigen. Ich habe eigentlich auch die Idee, dass ich damit beim Sojamilch kochen, das umrühre, damit es nicht anbrennt. Allerdings habe ich schon wieder den neueren Trick. Man kann das Zeug auch gleich, nachdem man es in den Mixer zerhäckselt hat, in die Flasche füllen und dann die Flasche in kochendes Wasser stellen. Dann geht es nicht über 100 Grad und es kocht auch nichts an. Fängt nichts an. Das ist, glaube ich, der beste Trick. Deswegen kaufe ich mir jetzt bei eBay gerade einen Tauchsieder und dann baue ich mir so einen viereckigen Topf, wo man dann diese viereckigen
Olivenölflaschen reinstecken kann und dann kann ich das irgendwie ein bisschen professioneller auf. Ja. Okay. Tschüss.